Die Verschmelzung von Mensch und Natur findet sich immer wieder in den besonderen Werken Leigo Ikemuras. Am 31. Juli fand die Ausstellungseröffnung von Ost nach Ost in der Kunsthalle Rostock statt. Zu sehen sind 44 Werke aus den letzten 3 Jahrzehnten der japanischen Künstlerin Leigo Ikemura. Diese beinhalten Aquarelle, Gemälde, plastische Arbeiten und Schwarz-Weiß-Fotografien aus ihrer aktuellen Serie Fiori Mori. Die Werke Leigo Ikemuras stehen in Beziehung zu ausgewählten Arbeiten aus der Sammlung der Kunsthalle Rostock. Ostdeutsche und ostasiatische Kunst vereinen. Geht das? Wir haben natürlich eine wirklich Weltkünstlerin hier im Haus. Sie hatte letztes Jahr in Tokio auf 2000 Quadratmetern eine große Ausstellung in Basel, also in wirklich wunderbaren Museen. Und wir können sie jetzt hier zeigen. Großartige Kunst. Aber es ist eben auch ein super Start jetzt in dem Weiterführen im Schaudepot. Denn die Kunsthalle wird saniert, darüber freuen wir uns. Aber da geht es jetzt weiter und wir haben jetzt wirklich sehr, sehr museale Bedingungen geschaffen und können wirklich auf einer wunderbaren Ausstellungsfläche großartige Kunst zeigen. Die japanische Künstlerin Leigo Ikemura verließ ihre Heimat mit erst 21 Jahren. Nach einem Literatur- und Kunststudium fing Ikemura an, sich der Malerei zu widmen. Seit gut 30 Jahren lebt sie in Deutschland als freischaffende, ambitionierte Künstlerin. Für Leigo Ikemura hat es eine große Bedeutung, ihre Werke in der Kunsthalle Rostock auszustellen. Ja, eine große Freude. Und auch für mich eine überraschende Weise, wirklich so viele positive Erlebnis und auch Energie. Und ich bin sehr, nicht nur einfach eine gute Ausstellung zu machen, sondern ich bin menschlich sehr beglückt und bereichert. Eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Corona-bedingt dürfen 60 Besucher gleichzeitig in das Schaudepot der Kunsthalle. Die Ausstellung wird noch bis zum 25. Oktober gezeigt. Von dienstags bis sonntags ist die Kunsthalle Rostock von 11 bis 18 Uhr für die Besucher geöffnet.